Türchen Nummer 7 und heute mit einer Kapitel-Review zu dem Manga Alkohol ist for Married Couples, und zwar Kapitel 108. Und zwar sehen wir die Yui, und die arbeitet halt in so einer typischen Firma und hat ein Gespräch mit ihrem Chef. Und der Chef möchte sie gerne halt befördern, nämlich dass sie jetzt auch Vorstellungsgespräche führt. Yui ist sich dann auch so ein bisschen unsicher, weil so ein bisschen schüchtern scheinbar. Fragt dann halt, ist dann diese Abteilungsleiterin oder so, ob die nicht besser dafür geeignet wäre. Aber nein, sagt der Chef, das ist ein freundlicher alter Mann. Er möchte gerne, dass Yui das macht. Doch noch so ihre anderen Mitarbeiter oder auch Untergeordneten zu ihr und sagen, die haben auch schon mal so ein Vorstellungsgespräch geführt, sowohl scheinbar manchmal wohl auch schon mal eins selbst geführt oder waren natürlich auch logischerweise schon mal selbst in einem Vorstellungsgespräch. Und die weiß man nie, was man sagen soll, und das ist halt keine so leichte Sache für beide Parteien, sowohl für den, der sich bewerbt, als natürlich auch für den Personaler. Und Yui ist dadurch natürlich noch ein bisschen mehr verunsichert, sagt dann, dass sie alle zur Arbeit gehen sollen, wieder zurück zur Arbeit, weil deshalb denke ich auch mal, dass sie da jetzt schon auch eine recht hohe Position hat. Jedenfalls geht Yui dann auch nach Hause und erwartet dann schon ihr Mann auf sie. Und die unterhalten sich so ein bisschen, denn beide hatten sich damals bei der gleichen Firma beworben, und obwohl sie eine Frage bei einem Vorstellungsgespräch falsch beantwortet hat, hat sie den Job bekommen und nicht ihr Mann. Ich denke mal, die haben sich danach dann irgendwie kennengelernt. Der hat dann halt beim nächsten Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma eine Arbeit bekommen. Und ihr Mann macht dann jedenfalls ein Getränk, das nennt sich Golden Days, und das scheint tatsächlich ein real existierendes alkoholisches Getränk zu sein. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, muss ich sagen. Aber jetzt ergibt halt auch der Titel wohl Sinn, dass scheinbar wohl in jedem Kapitel auch irgendein alkoholisches Getränk gemacht wird. Dieses Mal ist es Golden Days. Da bekommen wir dann auch noch einmal das Rezept, wenn man das wohl selber nachmachen will. Dann geht es so ein ganz klein bisschen darum, was das alles ist und woher der Name kommt, und dass das wohl recht stark ist. Aber ich habe dazu überhaupt keinerlei Ahnung. Also dazu kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Und das war es dann auch eigentlich mit dem Kapitel. Das endet dann, wie sie das noch trinken. Und ist ein sehr, sehr kurzes Kapitel. Scheint so eine Art kurze Manga zu sein. Obwohl es tatsächlich schon 108 Kapitel hat. Wie gesagt, die denkt man immer mit so ein bisschen Story. Und am Ende lässt man das Kapitel halt mit irgendeinem alkoholischen Getränk ausklingen. War ganz in Ordnung. Denke ich mal, für Leute, die sich für Alkohol interessieren und auch Alkohol trinken, deutlich interessanter vielleicht. Kommen sie da irgendwas, sehen sie irgendwas Neues. Ich muss halt sagen, ich trinke halt überhaupt keinen Alkohol. Von daher. Aber man muss sagen, das Zeichenziel war ganz nett. Also das muss man schon sagen. Aber ich denke mal, Leute, die Alkohol trinken, haben an dem Manga dann doch ein bisschen mehr Spaß. Zumindest wohl immer in der zweiten Hälfte des Kapitels, wo es dann halt um das jeweilige alkoholische Getränk geht. Und deshalb halt auch der Titel mit Alkohol im Titel. Wie gesagt, mal eure Meinung wie immer in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Türchen wieder.